bei Björn. Ihr erinnert euch, VR6 von Marius, Kurbelwelle, Wuchtenteil 1 und 2. Teil 2 haben wir damit aufgehört. War das Teil 2? Ja. War Teil 2, haben wir damit aufgehört, dass das Schwungrad fehlte. Das war leider mit der Post nicht gekommen. Das hast du genau an die Welle rangeschraubt, nochmal gewuchtet. Hat soweit alles geklappt? Genau. Passt alles. Schwungscheibe gewuchtet. Zwei kleine Bohrungen haben wir gemacht. Eine hier und eine hier. Danach, wo die auf Null war, haben wir die Druckplatte dran geschraubt. Die hat auch eine Markierung, weil das wichtig ist, dass man die Position natürlich wieder verwendet, und haben die gewuchtet. Ganz viele werden sich jetzt fragen, was haben die da vor? Das ist von Ben eine Schwungscheibe fürs originale 02A-Getriebe mit einer extra flachen Druckplatte für eine Zweischeibenkupplung, denn wir lassen nämlich das 02A-Getriebe in dem Auto drin. Ja. So, das ist gewuchtet. Dann kam noch an der Fluiddämpfer. Genau, da haben wir letztes Mal einfach nur provisorischen anderen gezeigt. Das ist jetzt der richtige für den VR6. Genau, auch nicht gewuchtet. Ja, das haben wir schon erklärt. Gut. Jetzt gab es ein Problem, was wir letztes Mal gar nicht so schnell gesehen haben. Björn rief mich an und meinte, wir haben ein Problem. Und zwar, erklär du mal. Ja, ich habe mir den Kolben nochmal angeguckt, wo dann hier Ruhe war. Und ich das nochmal alles machen konnte, habe ich gesehen, irgendwas stimmt hier mit den Ringstecken nicht. Und an zwei Kolben ist angefangen, dass der Ringsteck rausgerissen ist. Mhm. An einem Hank ist noch halb dran. Mhm. Und mit dem Schraubendreher ein bisschen gedrückt und flipp, war er ab. Das kann ich dir nicht genau sagen, ob es ein Montagefehler ist oder Überlastungsschaden. Das kann ich so nicht direkt erkennen. Aber wir können nicht so einbauen. Der Motor hatte ja nicht viel runter und war auch nur Rennstrecke bewegt worden. Würdest du, wenn dann, eher sagen Überlastung in Bezug auf Leistung oder eher Drehzahl? Klopfen. Klopfen, okay. Klopfen. Mhm. Nur Klopfen macht dieses Abfallende. Mhm. Weil ja die Kante darüber eigentlich gut aussieht, ne? Das stimmt. Da sieht man ja eigentlich gar nichts. Da ist jetzt nichts so zu sehen. Normalerweise fängt das mit dem Klopfen ja schon dann so ein bisschen um die Kante rum. Wobei, hattet ihr nicht schon einmal den Motor zusammengebaut? Ja. Und ich will ja nicht sagen, dass es gemacht hat, aber es passiert oft. 50% aller VR6-Kunden, die was gemacht haben, fragen danach nach neuen Kolbenring, weil der geht kaputt, der Kolbenring, beim Einbau. Und wenn der so schräg eingebaut wird, kann es ja sein, dass der Kolbenring leicht verkantet ist und den hier sozusagen vorgeschädigt hat, man das gar nicht merkt beim Einbau. Mhm. Ja. Witzigerweise sind beide Kolben an der gleichen Stelle gebrochen. Ja. Wenn der Block so schräg ist, wird der Kolben, warte mal kurz, so eingebaut. Zuerst kommt auf der Seite die Kolben eingefädelt und dann fädeln sie sich langsam nach dahin ein. Und es kann natürlich sein, dass er dort die letzte Stelle sich rausgedrückt hat, leicht am Hängen war. Man klopft ein bisschen stärker, man fängt vielleicht an, es anzubrechen. Und dann im Betrieb mit Ladruck oder vielleicht leichtes Klopfen reißt er dann durch. Kann sein, kann man aber nicht rekonstruieren. Also, wie montieren wir die Kolben am besten? Mit einem Kolbenring-Spannband, ein schräges. Gibt es das in schräg? Habe ich mir selbst gebaut. Ah, okay. Kann ich gleich einmal zeigen. Ja. Mhm. Kannst du mir gleich mitgeben? ja, VR6 baue ich ja nicht oft genau, zusammen. Genau, Björn baut keine VR6 mehr zusammen. Also kann ich es dir auch geben. Weil kannst du mir geben. Ich kann an dich weiterleiten. VR6-Montage nur in Hannover ab sofort. also haben wir neue Kolben bestellt. Das heißt, eigentlich war ja unsere Wuchtung in dem Moment für den Arsch dann. Ja. So. Das kann man so sagen. Also alles für den Arsch. Aber man versucht das ja noch zu verwenden. Gerade nochmal die Meistergewichte machen. Kolben waren sowieso kaputt. Mhm. Also das Projekt sollte aber mit Originalkolben gemacht werden. Ja. Also haben wir neue Kolben bestellt. Mhm. Sechs Stück, sechs gleiche. Und die waren auf einmal 10 Gramm leichter. Mhm. Macht aber auch nichts, weil ich zufällig in der Kiste habe ich Kolbenbolzen gefunden, die dickwandiger sind, weil an dem gelaufenen Motor hatte ich schon an ein, zwei Kolbenbolzen gemerkt, dass der schon ein bisschen oval geworden ist von dem Druck. Ja, sieht man das? Auf jeden Fall 4 mm Wandstärke, 5,5 mm Wandstärke. Die waren 2 mm zu lang, die habe ich jede Seite abgedreht. Das ist natürlich schwerer, aber die Kombination 10 Gramm leichtere Kolben, 10 Gramm schwere Kolbenbolzen ergibt das gleiche Gewicht. Da haben wir die dann angepasst und so hatten wir mal Glück gehabt, dass wir die Wuchtung nicht nochmal neu machen mussten. Okay, man sieht jetzt hier, sieht man auch schön an den ganzen Kolben,
wie du dann am Ende das Gewicht ganz genau angepasst hast, ne? Genau, ja, im Endeffekt mit dem Bolzen waren sie dann irgendwie 1-2 Gramm noch schwerer und man muss ja irgendwo Material wegnehmen, deswegen habe ich es da gemacht. Jetzt nochmal für die Zuschauer, das ist wieder ein Zubehörkolben. Ja. Verdichtung die gleiche. Ja. Erstaunlicherweise auch die gleichen Stahlinlets wie die Originalkolben. Mhm. Wofür sind die? Weiß nicht den richtigen Begriff. Dieses Material, was da drin ist, zieht sich bei Wärme zusammen. Der Kolben will sich auseinanderdrücken durch die Wärme, dehnt sich aus durch die Wärme. Und dieser Streifen nennt sich, glaube ich, Autothermalkolben, so heißt das, glaube ich. Das bedeutet, der Kolben wächst nicht so bei Temperatur, weil innen drin etwas ist, was die Spannung in die andere Richtung zieht. Okay, also hat theoretisch mit Festigkeit und Steifigkeit rein gar nichts zu tun, nein, sondern das ist wirklich für einen Durchmesser. Ja. Okay, wie findest du die Kolben? Sogar relativ gut. Ist ein Neuralkolben. Ist zudem sogar, finde ich sogar sehr schön, dass hier die Quetschkante sogar abgefräst ist. Weil bei den anderen, die wir noch bestellt haben aus dem Zubehör, war hier auch noch alles als roh sozusagen. Mhm. Der eine hatte keine Autothermalstreifen dort drin, der von Kolbenschmidt. Deswegen haben wir uns für den entschieden. Ja. Und auch schon beschichtet, ne? Ja, aber das ist ja. Da wird man jetzt der war auch mal beschichtet. Man sieht es nicht mehr. Da wird man wahrscheinlich jetzt nicht wissen, was für eine Beschichtung ist, aber. Das ist eine Kunststoffbeschichtung. Wahrscheinlich im normalen nennt man es Teflon. Und das wird sich aber abnutzen. Das ist keine ewige Beschichtung. Kolbenringe können wir auch verwenden. Die sind gut. Auch gut? Ja. Okay. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch für einigermaßen schmales Geld unsere Wuchtung gerettet, haben noch die verstärkten Kolbenbolzen drin. Kann man die käuflich erwerben oder gibt es sowas nicht? Die kann man nicht erwerben, weil es sind, ich habe meine Zeit lang TFSI-Kolben für 2 Liter Umbauten gekauft, von VW direkt, und habe nochmal einen anderen Kolbenbolzen eingesetzt. Deswegen hatte ich einen Haufen noch neue, aber bei VW kann man keine Kolbenbolzen kaufen. Es gibt ein paar Hersteller, da kann man anrufen, fragen, da kann man Kolbenbolzen bestellen, aber das war so ein Glücksgriff sozusagen. Das heißt, wenn es gut läuft, müsste das Ganze so gut funktionieren. Es war nur ein Montagefehler. Der Bolzen kann jetzt auch nicht mehr so schnell krumm werden und wir sind erstmal wieder auf der sicheren Seite. Ja, genau. Aber in den Leistungsregionen werden wir auf jeden Fall immer ein bisschen auf Kolben achten müssen und das ein bisschen im Auge behalten. Das ist eben das ist so ein typischer Fehler, was auch bei den modernen TFSI-Motoren ist, dass der Kolbringsteg bricht. Kolbenring-Stegbruch hat man bestimmt schon gehört vom TFSI. Fünfzylinder haben das öfters. Hat eigentlich nur was damit zu tun, dass der Motor leichtes Klopfen, haben sie ja immer, ganz, ganz leicht, dann ist ja die Klopfregelung, die muss das ja erst messen. Und diese Pulsation, diese Explosion innen drin, die sind eben bei einem Gusskolben, dass es eher bricht. Ein Schmiedekolben wäre da ein bisschen elastischer. Der würde nicht sofort durchbrechen. Das heißt, das sind alles keine Schmiedekolben? Nein. Okay. Es gibt von VW fast keine Schmiedekolben original. Das Witzige, RS4-Kolben, waren das Schmiedekolben? Ja. Die waren aber? Die waren. Das Witzige ist, wir haben es selber gar nicht gemerkt mit dem Bruch. Also weder beim Fahren noch wie er zum Schluss lief und so weiter. War wirklich rein hier zum Glück nochmal aufgetaucht. Ja, das heißt, eigentlich sind wir jetzt mit diesem VR6-Motor fast am Ende des Lateins so ungefähr. Ja. Da kann man nicht mehr so viel machen, ne? Erstmal, also dieses Konzept, so wie es jetzt ist, funktioniert kann so benutzt werden. Okay, perfekt. Dann war es das auch schon wieder mit VR6 für heute. Wir nehmen das jetzt alles mit und im nächsten Video seht ihr dann, wie wir den VR6-Motor von Marius endlich zusammenbauen. Ciao. So, fast vergessen, aber hier, Philipp, dein neues VR6-Kolbenring-Spannband, so dass du immer glücklich werden kannst für jeden VR6-Motor, den es gibt. Wie ihr seht, schräg abgeflext. Aus Metall, ne? Aus Metall. Es gibt ja diese Trichter zu kaufen, aber ich finde die doof. Bitteschön, fragt mich nie wieder nach VR6. Viel Spaß.